Beim Absturz eines türkischen Privatflugzeugs im Iran sind 11 Menschen ums Leben gekommen. Laut Medienberichten befand sich an Bord der Maschine eine Gruppe junger Frauen, die in Dubai Junggesellinnenabschied gefeiert hatten. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass das Flugzeug gegen einen Berg prallte und explodierte. Die Maschine war von Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Atatürk-Flughafen in Istanbul unterwegs.